So, willkommen zu unserem ersten Video, das wir für euch zur Verfügung stellen, damit ihr zu Hause die Workouts absolvieren könnt. Eure erste Trainerin ist die Claudia. Hallo. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Geschehen ein. Ja. Viel Spaß. Die Claudia erklärt euch jetzt noch ein paar Eckdaten zum Workout und dann viel Spaß bei der Bewegung. So, unser heutiges Workout, wieder Ganzkörpertraining. Wir werden heute ein Zirkeltraining machen, das sind 6 Übungen zu jeweils 40 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Zwischen den 3 Durchgängen haben wir natürlich immer wieder ein bisschen längere Pause, das heißt nach dem ersten Durchgang machen wir 1-minütige Pause. Grundsätzlich die 6 Übungen ziehen wir natürlich so schnell wie möglich durch, das heißt immer 40 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Wie gesagt, Ganzkörperübungen, also Bauch, Beine, Po, klassisch natürlich, aber Oberkörper und Rücken darf natürlich auch nicht fehlen. So, ihr braucht zum heutigen Workout, wenn ihr daheim habt, Kurzhanteln. Es gingen aber natürlich auch Flaschen, also einfach Mineralwasserflaschen, wenn ihr daheim habt, das könnt ihr natürlich auch nehmen oder einfach ganz ohne Equipment. Was ihr noch braucht, war am besten ein Timer, dass sich die 40 Sekunden bzw. selber beim mittrackt, aber ich sage es eh immer dazu, also für den ist kein Problem, wenn ihr keinen Timer daheim habt. Ich habe eben da mein Handy, da werde ich das immer einstellen mit 40 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Dann wissen wir immer, wann die Zeit läuft. So. Wir starten dann gleich mit unseren ersten Übungen, das sind die klassischen Kniebeugen. Es gibt immer eine Steigerungsphase, das heißt, die erste Duckung ist noch relativ leicht, der zweite und dritte Gang wird dann schon ein bisschen intensiver. Ihr könnt natürlich auch immer beim ersten Duckung bleiben, das heißt, ihr müsst nicht die Steigerungsphase mitmachen, wenn es nicht mehr geht. Aber ich erkläre euch immer dazu. So, dann starten wir mit unserer ersten Übung. So, 5 Sekunden, dann geht's schon los. In 4, 3, 2, 1 und breiter Stand. Knie nach außen, schaut, dass ihr immer schön am ganzen Fuß bleibt, Oberkörper aufrecht, schön tief nach unten gehen. So, 10 Sekunden haben wir schon. Knie nach außen drücken. Das ist noch relativ leicht natürlich, aber ihr werdet es merken, nach der zweiten, dritten Übung, dann wird es schon ein wenig intensiver. 20 Sekunden noch. Bauch anspannen. So, 10 Sekunden. Noch 4. Und die letzte. Kurz durchschnaufen. So, geht gleich weiter. Die nächste Übung sind Ausfallschritte. 3 Sekunden. Und geht schon los. Ausfallschritte nach hinten. Schaut, dass die Ellbogen auch mit nach hinten nehmt. So, mal gleich die Rückenmuskulatur mit dabei. So weit nach hinten steigen, bis das Knie hinter den Zehenspitzen ist. 20, Hälfte haben wir. Oberkörper bleibt aufrecht. 10 Sekunden. 4. Und der letzte. Kurz durchschnaufen. So, Übung Nummer 3, die Side Lunges. Geht gleich weiter. In 3, 2, 1, Side Lunge, plus, wer mag, kann die Rotation dazu machen, sonst lasst es weg, wenn es zu schwer wird. Da auch wieder, schaut, dass auf die Fersen bleibt. Mir ist dann nicht so tief unten gehen, wenn es nicht weiter oben kommt, macht es nur bis zur Hälfte. So, 16 Sekunden noch. 9, und der letzte, so, wieder auslockern, andere Seite, nach links, so, 4 Sekunden, und geht wieder los, So, 20 noch. Die ersten 3 Übungen haben wir gleich. 3 haben wir dann noch. So, 10 Sekunden. Und der letzte.
So, dann haben wir ein bisschen was für den Rücken. Ihr könnt euch die Kurzhantel nehmen oder die Wasserflaschen, was ihr daheim habt. Oder auch ohne machen. So, Oberkörper nach vorne lehnen, Bauch entspannen, Ellbogen nach hinten. Abwechselnd. Arme rudern und Butterfly Reverse. Schulterblatt hinten fixieren. Langsam runterlassen. Die Ellbogen haben wir dann wieder eng am Körper. Kurz halten, langsam runter. Bauch entspannen. Leicht nach vorne lehnen mit dem Oberkörper. So, letzten 4 Sekunden. Und kurz eine kurze Seite geben. So, die nächste Übung sind die Liegestütze. Wir machen die leichte Variante gleich am Anfang. Auf die Knie als erstes. So, nach vorne krabbeln. Wer es nicht schafft, den ganzen Liegestütz auf die Knie. Und wieder nach hinten oben. Wieder nach vorne. Liegestütz auf die Knie, Ellbogen eng. Natürlich, wenn euch das gleich von Anfang an zu leicht ist, könnt ihr natürlich auch einen ganzen machen. Dann gleich wieder ein wenig intensiver. Ansonsten auf die Knie gehen, mal zum Starten, zum Warmwerden. So, 7 Sekunden. Machen wir noch einmal einen ganzen. Und wieder nach hinten oben krabbeln. So, kurze Pause wieder. Nächster Teil haben wir noch was für den Bauch. Unterarmstütz. So, geht wieder los. Unterarmstütz, Position halten. Da nicht schauen, dass wir nicht so drin hängen. Bauch gerade, also Bauch anspannen. 40 Sekunden, wenn es nicht mehr geht, einfach durch ablegen und wieder nach oben. So, erster Durchgang haben wir gleich geschafft. Dann gibt es eine kurze Trinkpause. So, 15 Sekunden halten wir noch. 10 Sekunden dürfen wir schon ein wenig zittern. 5. Und die letzten 3, 2, 1. Sehr gut. So, erster Durchgang haben wir schon geschafft. Gibt es einmal eine kurze Trinkpause. Also, es könnt auch ruhig zwischendurch mal was trinken. Also, mir wird schon warm. Hoffe euch auch. So, der zweite Durchgang wird dann ein bisschen intensiver. Da nehmen wir dann die Kurzhanteln dazu, aber die Kniebeugen. Natürlich, wenn es sich jetzt schon zu anstrengend ist und man merkt, es schnauft schon recht viel, dann lasst es am besten eher mal weg für den Anfang. Aber ihr könnt es natürlich probieren und testen, wie es euch geht. Ansonsten beim dritten einfach wieder weglassen. So, lala, passt. Dann machen wir uns bereit für den Durchgang Nummer 2. Einen Schluck trinken und dann starten wir jetzt in 5 Sekunden. Kurzhantel einmal nehmen. So. Und wir starten wieder mit den Kniebeugen. Kurzhantel vor der Brust nehmen. Knie nach außen drücken. Und wieder schön tief nach unten gehen. Bauch entspannen. 20 haben wir noch. Sehr gut. So, 13 noch. Dann geht es weiter mit den Ausfallschritten. Vier noch. Und der letzte. Sehr gut. So, nächste Übung sind die Ausfallschritte zurück mit Kurzhantel Schulter drücken. Und geht los. Nach oben, dass die Übung durchgestreckt sind, immer ein Schwerpunkt über den Kopf, sodass wir stabil sind mit dem Oberkörper. 17 Sekunden. Zehn Sekunden. 3 noch. Und der letzte. Sehr gut. Eine noch. Noch ein bisschen was für die Beine. Dann geht es mit dem Oberkörper weiter. So, in 3, 2,
Eins. Wieder Rotation dazu. Oberkörper wieder mitnehmen. Rotation. So, 20. Sehr gut, dranbleiben. 10 noch. Klammerpause. Super. So, durchschnaufen. Linke Seite. So, 3, 2, 1 und Start. Wenn es zu schwer wird, die Kurzhantel weglassen oder nicht ganz so tief gehen. Je tiefer in den Seitlunge geht, umso mehr muss die Oberschenkelmuskulatur arbeiten. Aber umso mehr Kalorien verbrennen wir natürlich auch. So, 7 Sekunden. Und der letzte. So, dann haben wir wieder die vorgebeugten Ruderbewegungen. Und Start. Ellbogen nach hinten. Butterfly Reverse wieder. So, 20. Bauch anspannen. Nicht so dastehen, sondern doch ein bisschen vorgebeugt. Und den Rücken muss auch mithelfen. So, die letzten Sekunden. Und kurz an kurze Zeit geben. So, Liegestütz. So, am zweiten Durchgang probieren wir schon mal mit ganzer Liegestütz. Nach vorne krabbeln. Und wieder nach unten. Wer das nicht schafft, macht einfach die Halberten auf die Knie. Die Ellbogen schauen, dass wir eng am Körper lassen. Und schön tief nach unten gehen. Dass wir fast mit der Brust den Boden berühren. So, 10 Sekunden haben wir noch. Und ein letzter geht noch. Sehr gut. So, durchatmen. So, die nächste Übung haben wir wieder Bauch. Das ist schon die 6. Übung. So schnell geht es wieder vorbei. So, dann machen wir eine kleine Steigerung mit Beckenkipp. Abwechselnd zur Seite kippen. Haben wir die seitlichen Bauchmuskeln auch. Nur mehr dabei. Bauch wieder anspannen, also nicht oben im Hintern, aber nicht durchhängen. 20 haben wir noch. Schön mit dem Becken nach unten. 10 Sekunden. Und der letzte. Sehr gut. So. Einmal wieder Kurzpause machen. Und dann haben wir noch Durchgang Nummer 3. Also ich schwitze schon, ich hoffe es auch. So, Trinkpause. Der dritte Durchgang wird nochmal intensiver. So. Da machen wir jetzt Sprünge dazu. Wenn es geht, durchziehen. Ihr könnt natürlich zwischendurch wieder Pause machen, ohne Sprünge weiter tun. So. 6 Übungen noch. Dann haben wir es erst schon wieder geschafft für heute. Kurzes, intensives Workout. Zum Schluss nochmal gescheit Gas geben, wer mag. Ansonsten beim ersten Durchgang bleiben. So. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Das heißt, Jumping, Squats machen wir jetzt. Schwung mitnehmen.
wieder schön tief. So, 20. Wenn ihr jetzt merkt, es geht nicht mehr, macht einfach die normalen Kniebeugen weiter. Geht natürlich auch. So, 10 Sekunden, die schaffen wir noch. Und der letzte. Sehr gut. Kurz durchlockern. So. Da haben wir jetzt die Jumping Lunges. Auf den Schritt. Und im Abwechseln hin und her springen. Schwung wieder. Aus die Arme mitnehmen. Sehr tief nach unten. 20 haben wir. So, wenn es nicht mehr geht, einfach wieder nach hinten steigen zum Durchschnaufen. Macht gar nichts. 40 Sekunden können lang sein. Und dann probieren wir noch mal ein paar. 5. Und Pause. So, Side Lunges. Probieren wir wieder mit Sprünge. In 2 Sekunden. Nach rechts. Und kleiner Jump wieder. Da kommt der Puls richtig auf. So, 18 Sekunden. Zehn Sekunden. Und der letzte noch. Und hoch. Sehr gut. So, einmal hier durchschnaufen. Nach links. So, 3 Übungen noch. Und wieder. Jump dazu. Dranbleiben. Wenn man es anstrengend ist, ziehen wir noch durch. Knappe 3 Minuten noch. So schnell hört uns der Coronavirus nicht vom Training ab. So, 10 Sekunden noch. Und Pause. So, Ruderbewegung. Bauch wieder anspannen. Nach vorne beugen. Und dann haben wir wieder die Ruderbewegung. Kein Rundrücken, nicht so, sondern Brust raus. Bauch anspannen. So, 10 Sekunden noch. Letzten 3. Und der letzte. Sehr gut. So, Liegestütz. So, dann machen wir wieder die ganzen. Zum Abschluss nochmal. Nach vorne krabbeln. Liegestütz. Wenn es leicht ist, macht es einmal links, rechts und gleich wieder runter. Nächste Steigerung. Aufdrehen, Innenseitstütz, Liegestütz. Geh natürlich genauso auf die Knie wieder, bleiben, aufdrehen und Liegestütz. So, letzte noch. Und haben wir eine andere Seite. Und das war's dann auch schon. Natürlich noch nicht ganz, aber Augen haben wir noch. So, unterm Stütz. Geht schon los. Gleich durchziehen. So, da machen wir nochmal vorne und zurück wandern.
muss der Bauch auch gleich noch ein bisschen mehr arbeiten. Hand schon bei der letzten Übungen. Das heißt, jetzt darfst du schon ruhig schnaufen. 17 Sekunden. Zehner. Und die letzten 5. Und geschafft. Jawohl. Sehr gut. So, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das war das erste Home-Workout-Video sozusagen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Ja, bis bald. Ciao.